Der erste hechelnde Patient kommt zum sogenannten mobilen Kummertag mit Carmen Hanken in Peine. Die französische Bulldogge Frieda reist nicht aus Paris, sondern aus dem benachbarten Föhrum an. Sie hatte vor einem halben Jahr einen leichten Bandscheibenvorfall. Ja. Sie ist erst 3. Uiuiui. Damit die Hündin gesund und steinalt wird, soll es Hundeflüsterin Carmen Hanken richten. Ausnahmsweise nicht auf ihrem Hof, sondern als mobile Hilfe im Hinterhof einer Peiner Boutique. Laut Röntgenbild sind Friedas Wirbelkörper nicht mehr an Ort und Stelle. Der Tierarzt hat aber nur Schmerzmittel verschrieben. Am besten soll sie nicht springen, aber Frieda ist eine ganz wilde. Sie ist ein Wald- und Feldhund und ja. Wenn ein Baumstamm da ist, ja gut. Dann ist sie drauf. Tiertherapeutin Carmen schaut zuerst immer genau auf die Zehen der Vierbeiner. Für mich ist eben wichtig, unter anderem die Krallen sorgen dafür, dass die Zehengelenke oft nicht richtig in den Schienen drin sitzen, also hier. Na, wenn der Fuß sich nur so bewegen kann, statt so, dann ist natürlich auch, dass der Hund sagt, ich kann da nicht richtig laufen. Das ist wie bei uns, uns tun die Füße weh, dann haben wir auch Rückenschmerzen. Es knirscht und knackt. Doch schnell gibt sogar ein Küsschen für die Tierflüsterin. Gelernt hat sie immerhin von einem ganz Großen. Im Endeffekt war Tammy natürlich einer der vielen Lehrmeister, die ich in meinem ganzen Leben dann eben besucht habe, um mich weiterzuentwickeln. Und daraus ist halt mein eigenes System auch entstanden dann, ne? Also von daher ist Tammy im Hinterkopf natürlich immer da. 14 Jahre lebt Carmen mit Tammy Hanken, dem berühmten Knochenbrecher, auf dem Hankenhof in Vilsum. Der Tierheilpraktiker wird als sanfter Riese im Fernsehen berühmt. 2016 stirbt er dann plötzlich an Herzversagen. In der Öffentlichkeit war Carmen immer die Frau an der Seite des XXL-Ostfriesen. Dabei arbeitet sie selbst seit mehr als 45 Jahren erfolgreich mit Tieren. Mein Hauptthema ist ja Bewegungsmechanik, alles, was damit zusammenhängt. Also einmal natürlich das ganze Skelett. Da gucke ich alles nach. Ich richte Gelenke, ich gucke, ob die Wirbelsäule, ob die einzelnen Wirbel gerade stehen und habe verschiedene Techniken, wie ich das bearbeite. So gibt es für Bulldogge Frieda nicht nur eine Pediküre, sondern sogar eine Massage. Das ist ein Gerät, was in die Tiefenmuskulatur arbeitet, damit ich jetzt nach meiner Vorarbeit die Gelenke zu richten, entsprechend auch die Muskulatur anfeuere, dass das Ganze Durchlässigkeit eben gebracht wird, logischerweise dann. Und tatsächlich, nach der Behandlung läuft Frieda schon deutlich besser. Besser soll es auch Buddy gehen. Er hat Schulterprobleme und humpelt leicht. Er hat leichte Stellungsfehler vorne in den Pfoten. Die 61-Jährige selbst plagen keine Rückenschmerzen, aber Geldprobleme. Die Arbeit auf dem riesigen Hof in Vilsum ist beschwerlich. So hat sie inzwischen einen großen Teil des Guts verkauft. Genau wie beinahe alle Tiere. Die Tiere sind alle in tolle Hände gekommen. Die gibt es alle noch da, wo ich sie hinverkauft habe. Ich kriege also nach wie vor viele Informationen. Und ich musste den Betrieb klein strukturieren. Ich bin normaler Arbeiter, sage ich jetzt mal. Ich habe diese Möglichkeiten finanziell nicht, die Tammy hatte. Und von daher muss es natürlich am Ende des Monats immer passen. Denn den Hof, ihre Oase und das Vermächtnis ihres Mannes möchte sie halten. Ob sie sich jemals wieder neu verlieben wird, bezweifelt sie. Ich habe nicht das Bedürfnis, einen anderen Partner kennenzulernen, weil ich habe mein Leben so organisiert, dass ich hier arbeitsmäßig sowieso auch viel zu tun habe. Und in Gedanken klappt das ganz gut, wenn man Tammy im Kopf und im Herzen behält. Und so die Jahre, die man haben durfte gemeinsam, die 14,5 Jahre, auch weiter gemeinsam genießt im Kopf. Das geht wohl. Vom Schmerz geheilt. Das ist beinahe auch Buddy. Deshalb gibt es noch Hausaufgaben für zu Hause. Die merken das sofort. Er merkt, dass er die Pfoten anders benutzen kann. Der läuft da schon anders mit. Das traut er sich. Dann lässt er den Rücken mehr los. Aber das dauert natürlich, ich bin kein Wunderdoktor oder sowas, ne? Das dauert eben ein paar Tage, bis das wieder abarbeitet. 2 Tage schön schlafen lassen, ne? Dann verschwinden alle Schonmuskeln schon mal. Und das andere haben wir gut angefeuert. Rückenmuskel ausstreichen. Auf die Knochenbrecherin ist Frauchen Nicole Richter per Facebook aufmerksam geworden. Ganz, ganz toll. Also ich war super begeistert. Sie ist ganz liebevoll mit ihm umgegangen, hat mir auch alles erklärt, was sie gemacht hat und hat auch gesagt, dass sie an der Schulter eine Blockade gelöst hat. Und ich hoffe jetzt, dass es dann dadurch auch besser ist. Na, zufrieden sieht Buddy definitiv aus. Insgesamt 9 Hunde schaut sich Carmen heute an. Wie hier Benji müssen sie alle vorher und nachher ihren Catwalk bzw. Dogwalk zeigen. Die pendelt nur nach rechts, also nach links ist sie steifer. Na, geht sie nicht ganz sauber mit. Und die langen Krallen und die Pfoten. Doch auch dem Mischling kann Carmen helfen. Nach Einrenkung und Massage schlägt Benjis Schwanz wieder in beide Richtungen aus. Sicherlich geht man ja auch zum Tierarzt, wenn irgendwas ist, aber dort wird geröntgt und ja, man findet da ja die Ursache dann nicht, wenn der Hund eine Blockade oder eine Verspannung hat.
Na, das sieht der Tierarzt nicht, von daher finde ich das eigentlich sehr schön und es tut den Hunden ja gut. Was die tierische Behandlung kostet, möchte uns Carmen heute nicht verraten. Am Ende heißt es für Frauchen und Herrchen jedoch wahrscheinlich, das Wohl von Frieda, Benji und Co. ist unbezahlbar. Hat euch das Video gefallen? Noch mehr Nachrichten aus eurer Region haben wir immer montags bis freitags um 18 Uhr für euch in unserem TV-Regionalmagazin RTL Nord. Und natürlich hier auf unserem YouTube-Kanal. Also lasst uns gerne Likes und ein Abo da.